Warum bin ich über 5 Jahre Single? Das ist eine Frage, die du dir vielleicht schon gestellt hast. Denn wenn du 5 Jahre Single bist, dann ist das natürlich schon eine längere Zeit. Und in dieser längeren Zeit hast du wahrscheinlich schon sehr häufig darüber nachgedacht, was mache ich falsch oder was haben andere Frauen, was ich nicht habe? Was kann ich denn tun, um den richtigen Partner zu finden? Oder. Also wenn du jetzt schon länger Single bist, dann bist du hier genau richtig, denn ich werde dir in diesem Video sagen, woher das kommen kann, dass du jetzt schon so lange Single bist und was du dagegen tun kannst, damit du endlich auch in deine erfüllte Beziehung kommen kannst, die du dir wünschst. Also wenn du schon länger Single bist, dann kann das natürlich daran liegen, dass du gewisse Ängste hast. Also das ist ein Punkt, der groß ist, der bei vielen zutrifft. Ängste. Einfach Angst davor, beispielsweise wieder verletzt zu werden von einem Mann. Oder Angst davor, dass du abgelehnt wirst beim Dating. Ne? Also vielleicht hast du gar keinen Spaß mehr, gar keine Freude mehr daran, Männer kennenzulernen, weil du einfach Angst hast vor der Enttäuschung, die kommen kann. Oder Angst davor hast, dass wenn es dann irgendwie gut läuft, dass du dann doch wieder verletzt oder enttäuscht wirst. Und diese große Angst in dir hat es geschafft, dass du wirklich eine Mauer um dich herum baust und eigentlich gar keinen mehr richtig an dich ranlassen willst und auch von dir aus einfach nicht mehr aktiv bist. Also sprich, nicht mehr so häufig auf Online-Dating-Plattformen bist, dich nicht verkuppeln lässt, nicht offen bist für Speed-Dating oder andere Geschichten, auch auf der Straße gar nicht angesprochen werden willst oder selber auch nicht ansprichst auf der Straße, wenn dir jemand gefällt. Einfach aus dieser Angst heraus, ach, das klappt dann vielleicht doch wieder nicht. Und das Problem ist, dass diese Angst von Jahr zu Jahr immer größer wird. Sie wird ja nicht kleiner, sondern größer. Und umso größer diese Angst wird, umso weniger schaffst du es natürlich dann, Menschen kennenzulernen oder Männer kennenzulernen und sie in dein Leben zu lassen. Also Angst ist eine große und wichtige Rolle in dieser Frage, warum bin ich noch Single und das schon in so einer langen Zeitspanne. Also Ängste müssen überwunden werden, denn nur wenn du deine Ängste überwindest, kannst du natürlich auch wieder jemanden in dein Leben lassen. Und natürlich hört sich das jetzt, sage ich das jetzt so salopp und so leicht, aber ich weiß, dass da auch hinter Arbeit steckt. Ich weiß, dass man nicht einfach sagen kann, und so, jetzt habe ich keine Angst mehr und ich gehe jetzt raus. Aber man kann daran arbeiten. Man kann auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Gucken, warum wurde ich denn verletzt? Warum wurde ich denn verlassen? Warum habe ich denn diesem Mann eine Chance gegeben, obwohl der eigentlich schon von vornherein gesagt hat, der will nichts Ernstes? Du sollst halt aus deinen Fehlern lernen, damit du diese Fehler natürlich nicht nochmal machst, damit du auch weniger Angst hast, rauszugehen, um wirklich nochmal ins Dating reinzugehen. Ne? Weil häufig ist das schon so ein Knackpunkt, dass man Angst hat vom Daten schon. Ne? Genau. Was kann noch der Grund sein? Es kann sein, dass du Dinge als Ausrede vorgeschoben hast. Es kann sein, dass du sagst, der Job war wichtiger, dann war irgendwie die Einrichtung der Wohnung wichtiger, dann war irgendwie die Familie wichtiger, dann waren Freunde wichtiger. Immer war irgendwas wichtiger als der Bereich Liebe. Und das vielleicht schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und dann kann es sein, dass du etwas komplett versuchst zu verdrängen. Vielleicht negative Erfahrungen in der Vergangenheit, vielleicht aber auch schon der Kindheit. Ich weiß es nicht. Irgendwelche negativen Erfahrungen, die du gemacht hast, können dazu führen, dass du gar keinen mehr so richtig an dich ranlassen möchtest, wieder natürlich aus Angst vor Verletzungen oder sonstigem, aber dass du dann wirklich diese Ausreden genommen hast. Ne? So, nee, erstmal muss ich jetzt hier den Job durchziehen oder das Studium noch zu Ende führen oder dies oder jenes, aber für die Liebe ist kein Platz. Dass du dir selber nicht die Erlaubnis gegeben hast, der Liebe überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken, genau aus diesen Gründen, nämlich aus Gründen, die in der Vergangenheit liegen. Nämlich, dass du Erfahrungen gemacht hast, die dir wehgetan haben. Und aus diesem Grund möchtest du einfach Dinge vorschieben, als wichtiger erachten, damit du bloß nicht in den Bereich Liebe nochmal reingucken kannst. Aber irgendwann wird es dir klar sein und dann wirst du merken, ups, ich habe wirklich mich bewusst sabotiert. Ich habe bewusst mich entschieden, mich nicht auf den Bereich Liebe zu konzentrieren. Und ich habe alles andere gemacht, nur nicht das. Und das wird dann irgendwann natürlich in dein Gedächtnis kommen und du wirst es irgendwann merken. Und ja, deswegen nehme ich diesen Punkt jetzt hier einfach schon vorab weg, damit du das vielleicht bei dir bemerkst, falls du wirklich ganz viele Ausreden hattest, um nicht in den Bereich Liebe gehen zu müssen. Und da solltest du dann einfach mutig sein und sagen so, okay, ich gucke mir jetzt mal wirklich an, warum ich das ganze Zeit verdrängt habe, warum ich das aufgeschoben habe.
um dann natürlich damit mit den Erkenntnissen, die du gewinnst, auch endlich den richtigen Partner für dein Leben zu finden, ne? Weil von nichts kommt nichts. Wenn du da nichts reflektierst, wird sich auch nichts tun. Und natürlich kann es auch sein, dass du allgemein nicht mit dir zufrieden bist. Es kann sein, dass du dich selber nicht attraktiv findest, dich selber nicht hübsch findest, dich selber nicht gut genug findest. Woher auch immer das kommen mag, das kann dich tatsächlich sabotieren. Nun, das kann auch dazu führen, dass du jetzt schon so lange Single bist. Denn wenn du denkst, ja, ich bin nicht gut genug und du triffst einen attraktiven Mann, der deine Nummer will, dann sagst du, ja, das ist eh nicht meine Liga, das nehme ich gar nicht ernst, was er jetzt sagt, ne? Oder wenn du datest und ein Mann meldet sich nicht direkt und der Glaubenssatz ploppt auf, ja, ich wusste, ich bin ja eh nicht gut genug für den, ne? Dann kann es sein, dass du aus deiner Ungeduld heraus, dann weil du ja eh denkst, du bist ja eh nicht gut genug, seine Nummer löscht, ihn blockierst, obwohl er sich vielleicht hätte nochmal gemeldet. Ne? Du handelst dann einfach, ja, ich sag jetzt mal nicht gerade förderlich für die Liebe, wenn du dich selber nicht akzeptierst, dich selber nicht annimmst, unzufrieden mit dir bist und so weiter. Denn aus dieser Unzufriedenheit kann natürlich dann beispielsweise Ungeduld entstehen, Unzufriedenheit, die sich dann nochmal weiter ausdrückt, dass du dann dich beispielsweise auch gar nicht mehr schön findest, nicht attraktiv findest und so weiter. Komplimente nicht annehmen kannst und alles, was da eben raus resultieren kann. Also es ist auch unglaublich wichtig, da mal in diesen Bereich hineinzuschauen und zu gucken, okay, wie sehr akzeptiere ich mich eigentlich, wie sehr liebe ich mich und kann es vielleicht sein, dass ich mich auch immer ständig mit anderen Frauen vergleiche und mich tatsächlich nicht so gut oder so schön finde wie andere Frauen, ne? Weil wenn du dich selber irgendwie auf so niedriges Podest stellst, ne, und alle anderen irgendwie stehen über dir, wie willst du denn einen Partner für dein Leben finden, ne? Wenn du einen tollen Mann triffst, dann ist der ja auch schon wieder über dir. Und das hat ja gar keinen Sinn, weil so fühlt es sich dann an für dich und du denkst, ja, der ist eh eine hohe Liga, den schaffe ich eh nicht, das ist auch nichts. Und so sortierst du dann all deine Männer aus, ne? Genau, vielleicht denkst du aber auch, ach, dass du zu gut bist für alle da draußen. Es kann aber auch ein Schutzmechanismus sein, ne? Jemanden nicht wirklich an dich ranlassen zu wollen, ne? Vielleicht, weil du gar nicht ganz, ja, bereit bist für eine Beziehung, weil du Angst hast, dass derjenige in dich hineinschauen kann, ne? Und in deine Wunden schauen kann, dass du dich dadurch natürlich auch verletzt machst für jemand anderen. Es kann sein, dass du daher auch irgendwie dich total auf so ein hohes Podest stellst und sagst so, nö, also ich bin zu gut für alle. Ne, das geht gar nicht. Ich finde keinen für mich. Ich bin wirklich zu gut und nö, das fehlt nicht. Kann auch solche Gründe haben, ne, dass du gar keinen so richtig an dich ranlassen möchtest oder einfach noch nicht herausgefunden hast, wie du beim Daten auch den richtigen Partner finden kannst, ihn aussortieren kannst. Vielleicht hast du bisher einfach nur Männern eine Chance gegeben, die wirklich nicht auf Augenhöhe waren, aber dann ist es ja dein Fehler, weil du musst dann herausfinden, was kann ich denn tun, um den richtigen Partner zu finden. Genau, also das sind so die Punkte, die ich dir hier in diesem kurzen Video mitgeben möchte. Und ich hoffe, der ein oder andere hat dich vielleicht jetzt schon zum Nachdenken gebracht und wird dich auch weiter zum Nachdenken bringen. Natürlich kannst du auch in diese Punkte weitergehen und tiefer gehen und noch mehr lernen. Und dafür kannst du beispielsweise einfach meinen Kanal hier abonnieren, weil ich natürlich immer mehr Videos produziere, wo du natürlich Dinge für dich mitnehmen und lernen kannst. Du kannst aber auch beispielsweise meiner kostenlosen Facebook-Gruppe beitreten, Manifestiere dein Liebesglück heißt diese. Und da, ja, kannst du auch noch mal mehr lernen. Und ich mache auch einmal die Woche ein Live, wo man mir Fragen stellen darf. Und da kannst du dann natürlich auch deine Fragen, die du jetzt noch im Kopf hast, vielleicht stellen, wenn du das möchtest. Trau dich einfach. Wie gesagt, ist eine anonyme und kostenlose Facebook-Gruppe. Ich würde mich freuen, dich da zu begrüßen. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, deine Simone.